Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Hollen Hearts Event Video hier im Euro Struggle Simulator 2. Wir stehen hier noch in Aalborg in Dänemark und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Oder von Frederikshavn, 1000 Kilometer. Jetzt sind auch 1086. Würde ich sagen. Ja. Würde ich sagen, fahren wir bei den Tagesgeschenke von Frederikshavn nach Brüssel zu Transit 1068 Kilometer. Ich denke mal, so ungefähr eine Fahrzeit von 1,5 Stunden, maybe. Bei 45 und 30. Wahrscheinlich eher, oder 50 und 30, also vielleicht so 80 Minuten Fahrzeit, also 1,20 für 56.830 Euro, auch sehr angenehm. Ah, hier waren wir, so sah es aus. Schon wieder ganz vergessen. Aber wenn da vorne rauskommt, okay, gut zu wissen. Biege nach links ab. Hoffen wir mal, dass der Regen irgendwann aufhört an der Zeit, weil dann leckert es nicht mehr ganz so sehr. Dann fahren wir erstmal nach Frederikshavn. Immer geradeaus. Also ich werde wahrscheinlich so machen, dass ich eine halbe Stunde jetzt aufnehme, ungefähr. Und dann beginnt die erste Schicht des Tages. Heute muss ich jetzt 8 Stunden arbeiten, also es wird auch wieder ein bisschen brutal, mehr oder weniger. Wahrscheinlich wird es das, wenn ich mir das gerade so anschaue von der Zeit her, wird es wahrscheinlich so ausgehen. Ich glaube, es wird aufzuregnen. Wird es so aussehen, dass ich wahrscheinlich nicht der ATS in der Pause anfangen kann. Oh Gott. Wie ich zuvor noch gedacht habe. Einfach, weil wir jetzt allein schon nach Frederikshavn so lange brauchen, wenn wir 1000 Kilometer fahren. Bitte rechts halten. Schauen wir mal. Die Ausfahrt rechts. Und jetzt rechts, links. Ist ja schön, dass du nichts sagst, Navi, ne? Also hilfreich wie eh und je.
Also ist wir bei Frederikshavn. Hier geht's auch nicht lang. Was? Okay, das, man merkt, ich will gerade wach werden, weil das hat echt überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Aber auch so gar nicht. Wahrscheinlich ist es doch komplett durch rein, ne? Durch rein, ja. Komplett rein. So. Richtung Fähre von Frederikshavn. Oh nein, ich habe nicht. Oh Gott. Da noch am Wegesrand. Es ist doch noch am Wegesrand. Das hört doch nicht auf zu reden. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh. Hoppla. Rechts ab. War ich zu sehr darauf fokussiert, kein Aufwand zu bauen. Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ich glaube, eher hier beginnt die Fahrt. Quer durch Deutschland nach Brüssel und die Niederlande. Lass uns loslegen. Dann wollen wir mal 1068 Kilometer. Das ist immer so krass reingezoomt ist mittlerweile, ne? Ja, über die E45, die A7, die A1, die A30. Dann die A1 in den Niederlanden, die A10 in den Niederlanden, die A16 in den Niederlanden. Und dann sind wir und auf der E19 in Brüssel, überhaupt hier in Belgien. 1100 Kilometer. Biege nach rechts ab. Danke für die Info. Biege nach links ab. Also es wirkt einfach so, als ob die gerade über Rot fahren die ganze Zeit, ne? Aber es täuscht wahrscheinlich auch nur. Geradeaus. Das habe ich Frederikshavn vermisst mit der roten Ampelphase.
wir noch bei den 70 oder schon bei den 80? Wir sind noch bei den 70. Aber jetzt wird es weniger noch Regen. Weiß ich auch sogar ganz auf, sehr schön. Auf nach Deutschland. Ne, weniger zumindest noch nicht ganz. Bald. Erstmal wieder Richtung. Aalborg wahrscheinlich. So, schon ein bisschen einen Rutsch abzubiegen. Ja, doch. Umso besser. Fahre ich mit Strich 85 oder nicht? Ich würde sagen nicht. Oder ich spiele wieder ein bisschen weit rum, wenn es bergab geht, dass ich dann wieder runter hier auf 80. Wäre auch eine Überlegung wert. Es sieht wieder so alles so anders aus, oder? Ohne Regen. Sagt die Zeit. Bisher sieht es immer noch danach aus, dass ich mich weiter stressen muss. Was die Fahrten betrifft. Sehr sicher danach aus, dass ich, wenn der weiter wird, verlängert wird. Immer geradeaus. Okay, weiter nach Aarhus und nicht nach Aalborg. Hier 85, wenn ich überholen will, das natürlich auch machen. Ich wäre wahrscheinlich wieder so weit rechts rüber gewesen, dass er mich eh freigelassen hat. Sehr schön. 100 Kilometer haben wir schon mal hinter uns. Ging ja doch flott, das heißt wahrscheinlich sind dann noch 700 Kilometer ungefähr zu machen gleich. Also eine Pause. Ich denke, ich... ja gut, wahrscheinlich eher weniger. Das heißt dann... nach dem Feierabend sind es dann wahrscheinlich 200 Kilometer noch. Gehen wir auch auf 85.
einfach ein bisschen Zeit gut machen. Vielleicht kriege ich jetzt auch dann so hin, dass ich welche 85 fahre, dass ich die Zeit so gut reinhole, dass ich vielleicht schon ein bisschen Abendessen nach Hause rennen bekomme. Probieren wir es mal. Wo ist keine Cops? Sehr gut. Ist nochmal gut gegangen. Wo fahre ich denn eigentlich lang? Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich fahre nach außen, ich weiß nicht warum. Wobei, wenn ich jetzt gerade 100 Kilometer, gut mit 85 halt wahrscheinlich auch ein bisschen gefahren bin, innerhalb von 5 Minuten ungefähr, dann nicht in 10, wie ich gerade, womit ich gerade gerechnet habe. Ist ja schon mal, okay, ist ja doch in 10, 5, das ist ja schon mal gut. 85 Kilometer pro Stunde, it is. Der Nachteil, während man die erste Fahrt beginnt und währenddessen auch frühstückt, weil keine Zeit hat, ist natürlich, dass man dann irgendwie Schluck auch bekommt, weil man isst und dann bei dem Mundrabatt. Warum seid ihr da vorne so langsam? Baustelle. Und schon 50. Haben wir schon lange zufallseventmäßig nicht mehr gehabt. So eine längere Baustelle. Und dann beschleunigen wir wieder. Das ist ja aber auch echt wunderschön. Skybox.
Hat ja ein bisschen was von davon, dass gerade irgendwo ein schweres Gewitter war und das gerade vorbeigezogen ist und man jetzt damit verabschiedet wird quasi. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Machen wir das. Nimm die Ausfahrt rechts. Und fahren dann in den klaren Himmel hinein. Auf 90 wollte ich nicht hochgehen. Ach, Hamburg. Halten uns links. Immer geradeaus. Dann fahren wir doch in die Dunkelheit hinein. Erst übermorgen. Ja, mit Sicherheit in der nächsten Fahrt. Hinter uns. Ich wollte gerade sagen, der Kaffee ist trinkbar mittlerweile, aber nee, noch nicht ganz. Das Pseudo-Wachwerden ist noch nicht angesagt, scheinbar. Pseudo, weil es eigentlich nicht wirkt bei mir, deswegen. Also weder Kaffee noch das Tein. Aus dem Tee noch Energies. Also wir sind in Deutschland. Einmal nach Hamburg, dann an Bremen vorbei und dann geht's ab nach den Niederlanden. Das richtige Wachwerden, das kommt dann jetzt. Ja gut, wahrscheinlich im Laufe der nächsten 1 bis 2 Stunden. Wenn ich dann wieder auf dem Drahtesel sitze.
Stunden Schlafen aus, 10 Stunden Fahrzeit, 4 Stunden 40. Mit einmal muss ich ja sowieso pennen. Erstmal. So würde man vorher noch eine Rast suchen müssen, weil wenn ich jetzt ungefähr 100 Kilometer schaffe in 5 Minuten, dann werde ich wahrscheinlich um Bremen herum eigentlich am besten beim ersten Spot dann nach Hamburg. Dann in die Seite ranfahren. Ich auch schon schlafen? Ja doch, kann man jetzt ja so hören. Wenn da bei der Tacke sind, bei der Rast sind. Aber ich muss sagen, so vom Fahren her finde ich das Reworkte deutlich angenehmer als beim anderen, weil beim anderen konnte man ja wirklich nicht, zumindest mit den Settings, die ich habe, wo man nicht am Asphalt klebt, konnte man ja teilweise gar nicht wirklich die Strecke mit Strich 80 oder so fahren, ohne dass man irgendwie auf Gefahr gelaufen ist, dass man umkippt. Was man abbremsen muss, dann immer noch nicht umkippt. Da ist es dann jetzt doch mittlerweile ziemlich schön gerade. Und angenehmer zu fahren. Konzentration. Oder zieht der Wolf genau jetzt mehr davon? Bloß nicht wieder ein Unfall bauen. Habe es gestern noch geschafft, zumindest bearbeiten des einen ATS-Videos von letzter Woche oder für letzte Woche. Oh Gott. Aber auch vom letzten Drücker muss ich dann jetzt gleich, werde ich jetzt gleich ins Rennen schicken. Und in der zweiten Schicht dann hochladen. Das heißt, deswegen bin ich eigentlich, oder habe ich eigentlich auch gehofft, dass ich, ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen früher aufhören, damit ich dann ein bisschen Zeit noch habe, um, die ATS-Aufnahme wird es dann wahrscheinlich sein, ich ein bisschen früher beende. Ähnlich wie ich es jetzt gerade versuche. Mal so ein bisschen die Zeit zu haben, das beim Hochladen zu ich ein bisschen Zeit fürs Hochladen habe, in Anführungszeichen, um mal das alles einzustellen. Bitte links halten. Ich meine, ich könnte mich auch prinzipiell rechts halten, wobei nicht jetzt, sondern erst danach, wie ich es gerade tue. Bitte links halten.
egal. Okay, lass uns eine neue Route finden. Schön. Oh Gott. Schön, wie wir jetzt hier die 85 halten. Nicht abbremsen. Ich komme halt nicht aus dem Quark. Das ist alles. Okay, never mind. Warum ich ruhig noch? Ich fahre halt nur unter 60. Da war es nur noch unter 600 Kilometer. Das heißt, eigentlich 500 Kilometer schon gefahren. Geschafft innerhalb von einer halben Stunde. Also sieht dann ja doch ganz gut aus. Dass ich ja noch mal ein bisschen ATS aufnehmen kann, sofern ich dann auch rechtzeitig jetzt wieder im Hause bin. Liegt ja leider nicht in meinen Händen. Rechts halten. Ja. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich würde ganz sagen, wir müssen wahrscheinlich gleich rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Auf nach Bremen. Bzw. auf zur ersten Raststelle, die jetzt hier gleich kommt. Machen wir uns, dann machen wir Pause und legen uns aus Ohr. 3 Stunden Fahrzeit. 8 Stunden haben wir noch. Ja, easy going. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Absolutes easy going. Biege nach rechts ab. Die Raststätte. Also ich jetzt halber komme ich auf alle Fälle in der Pause noch durch zu Ende gefahren. Ob ich angefangen kann noch mit ATS, ist halt eine andere Frage, aber es wäre gut. Route neu berechnen. Immer geradeaus. Noch nicht, das muss ich dann wahrscheinlich, was kann ich wahrscheinlich in Brüssel machen. Finden. Biege nach rechts ab. Ja, wahrscheinlich beim Grünstreifen. Wenn wir pennen könnten. Danke. Dann würde ich sagen, was erstmal für mich gerade für jetzt. Wir sehen uns dann gleich wieder. In für mich, ja, 3 Stunden. Bis in wenigen Sekunden. Ja, dann wollen wir mal weiterfahren. Oder starten. Natürlich ist halt die Frage, wie weit wir es noch haben. Werden wir es gleich sehen. Von
538 Kilometer noch bis Brüssel. War doch Brüssel, oder? Das war jetzt mal 60, aber gut, dürfen wir gleich 80 fahren, deswegen stellen wir wieder auf 85. Dass wir erstmal auf die Bahn kommen. Da lässt er uns. Nein, dass er uns gerade lässt. Und dann ziehen wir jetzt wieder durch bis nach in Scania. Streamline vielleicht, weiß ich nicht. Oder normaler Scania. Neuer Scania, hoppala. Wir haben das noch vor uns. Erstmal, okay, es geht schon Richtung noch Bremen, Brinkow und Groningen. Ab Richtung Niederlande. Bin auf der Fahrt gerade eben, auf den Fahrt hin, die echt chaotisch waren, ein bisschen nass geworden. Leider sehr viel Nieselregen, was ja nicht geiler ist als ungeiler ist als Regen zum Fahrradfahren zumindest. Das läuft die Abfahrt genau, was heißt, wir fahren weiter Schnur geradeaus. ATS werde ich dann gleich, beziehungsweise morgen wieder wahrscheinlich auch wieder mit Pedal to the Metal fahren. Ich gestern aus Polen noch unterwegs war. Ich glaube, ein Dreiviertelstunde oder so. Und das Ganze heute nochmal, gut. Aber morgen hier nochmal, mehr oder weniger, aber heute für mich nochmal ist dann, ja. Dann haben wir es dann plötzlich, spät. Genau, ich mach's dann. Wo geht's jetzt? Ah, mal gucken, was für eine Strecke es ist. Aber ich befürchte, von Texas aus wird's wieder so eine 1400 Meilen Strecke sein. Da ich eigentlich vor der Schicht jetzt gleich, vor der zweiten Schicht noch ein bisschen was in mich reinschaufeln will, würde ich da gerne halt ein bisschen früher wieder aufhören. Aber mal schauen, wie umsetzbar das ist. Wahrscheinlich gar nicht.
eher noch. Ob wir es noch nicht hier landen, ja, die fahren wir auch nochmal ungefähr 200 Kilometer. Grob geschätzt, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, 250. Und Amsterdam ist ausgeschlossen. Ich habe gar nicht auf geachtet, welche Städte, an welchen niederländischen Städten vorbeifahren. Aber das werden wir da jetzt gleich sehen, ne? Noch sind wir bei Osnabrück. Radarkontrolle. Wir halten uns rechts gegen Amsterdam und Groningen. Rechts halten. Denn da wollen wir ja mehr oder weniger hin. Wir sind zwar auch nur auf Durchfahrt, aber wir wollen ja trotzdem hin. Die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Hinter dem Kollegen ein. Und bleiben auch direkt auf der mittleren Spur. Und der biegt ab. Super. Ist langsamer als ich dachte. Ich dachte, der ist dann wieder auf Tempo, aber okay, scheinbar nicht. Den holen wir jetzt wieder zurück. Vielleicht muss ich ja tanken und ist deswegen so langsam. Dann dürfen wir jetzt eigentlich schon beim Grenzübergang gleich sein. Jawohl, da vorne haben wir ihn. Getankt werden muss, wie gesagt, noch nicht zur Folge, wie es fahrt. Das wird dann übermorgen getan werden müssen. Und somit sind wir jetzt in den Niederlanden. Weiter mit 80. Gen Amsterdam. Fahren wir irgendwie wo durch? Ne, wir fahren, ja gut, wir fahren halt südlich von Amsterdam. Dann wahrscheinlich durch Rotterdam durch. Und dann sind wir eigentlich schon fast in Belgien. Es geht ein bisschen zu sehr bergab. Ich merke es schon. Wahrscheinlich immer noch, jawohl. Dürfte sie jetzt wieder gerader sein. Mal weiter auf der R1 nach Rotterdam. Das ist ja auch wieder ein interessanter Ausgangspunkt. Auch wenn ich nicht unbedingt weiß, wann ich morgen wieder aufnehmen kann, wegen Handwerker und so weiter, wie auch immer lange die da sind. Das kann natürlich sein, dass ich morgen überhaupt nicht zu diesen annähernd auf 3 Aufnahmen komme. Also das wird halt auch wieder beschissen, eventuell. Ja, eventuell wird es dann doch noch stressig diese Woche.
Vielleicht wäre ich das sogar fast gezwungen am Freitag. In 2 Tagen. 4 Folgen aufzunehmen. Schauen wir mal. Ich sehe es ja schon kommen. Das wäre wieder so ein perfektes Ding. Habe ich eigentlich das Licht angehabt? Haben wir im Renault Premium doch ein automatisches Licht? Da kommt ein Schlepper angeschippert. Lange nicht mehr hier gewesen. Auf den alten Teilen. Auch nochmal von Rework gibt, dass man quasi die neueren asphaltierten Straßen hat und nicht diese rauen Oberflächen. Es auch schon nur noch 250 Kilometer, also es geht flott voran, wenn man hier ein bisschen mehr über dem Speedlimit fährt. Sollte ich mir für solche engen Zeitpläne zumindest mal im Hinterkopf behalten, dass das auch auf jeden Fall eine Möglichkeit hat, so ein bisschen zumindest wenige Minuten Zeit gut zu machen. Wie gesagt, von Texas aus wird es mit Sicherheit ein langer, lange Fahrt werden. Und nicht so was Glückliches wie von Steamboat Springs mit. Was waren das? Wie viel das waren? 800 Meilen oder so? Den Holzstapler, das war ja schon sehr angenehm, aber. Ich befürchte, von Texas aus wird es nicht so einen angenehmen kurzen Auftrag geben. Wäre halt schon schön, wenn ich jetzt einfach gleich so, weiß was ich, wahrscheinlich so Viertelstündchen ATS sitze und danach nur noch irgendwie so ein Stündchen oder so. Wäre schon angenehm, aber ich glaube, dem wird nicht so sein. Einfach weil du das Level 30 schon über erreicht hast und so weiter. Ach ja, schön die Hochhäuser von Amsterdam. Jetzt muss ich aufpassen, weil gleich müssen wir, dürfen wir gleich nur noch 50 oder so fahren. Wird passieren, zumindest nur noch 70. Und dann haben wir sie die 50. Dasselbe Spiel auch nochmal in Rotterdam. Wirklich 50 fahren. Zumindest für einen kurzen Abschnitt. Das ist ja gleich wieder
hoch auf die 80 geht, bis wir auf Damm sind. Muss ich mich wahrscheinlich jetzt links halten, genau. Ja, nee, muss ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt gleich. Immer geradeaus. Draußen ist vom Wetter wahrscheinlich weiterhin so bescheiden. Sitzt dann immer automatisch. Zum Glück habe ich, glaube ich, vorhin noch gesagt, dass ich es nur glaube und ich weiß. Dementsprechend lag ich nur falsch. Sorry, mind. So kann man sich natürlich auch die Dings geben, den Platz geben und so weiter. Glück gehabt. Glück gehabt, da war gerade Polizei gewesen. Das war nicht gerade. Das war knapp. Da fehlte nicht viel. 153 Kilometer noch. Ich kann zumindest wahrscheinlich in ATS einen Auflieger aufnehmen und das war's dann. Von der Zeit her. Man kann jetzt zumindest schon mal im Kopf planen, wie schlimm das dann gleich noch wird. In Anführungszeichen. Also wie viel Zeit ich danach vielleicht nochmal investieren muss. Das ist halt aktuell gerade eher immer so ein bisschen. Hier irgendwie nebenbei futtern. Biege nach links ab. Ab Richtung Brüssel, Erstaufenthalt in Rotterdam. Dasselbe haben wir dann gleich in Brüssel. Halt immer schon mal rechts, wir wollen ja nicht zum Zentrum von Rotterdam. Ja, wir haben noch ein bisschen Weg nach Belgien. Nach Brüssel. Ich bin echt mal gespannt, wo das dann von Brüssel ausgeht. Das kann ja halt echt alles sein. Das kann ja Frankreich sein, das kann Großbritannien sein, das kann wieder Richtung Skandinavien sein, das kann Richtung Portugal, Spanien sein, Richtung Italien, Richtung Balkan. Also ist ja doch schon relativ. Wie gesagt, wirklich relativ zentral. Ich habe viele Möglichkeiten.
schwimmen wir über eine Brücke rüber. Während der Renault versucht, mehr Geschwindigkeit aufzubauen. Aber scheint leicht bergauf zu gehen, vielleicht? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Höchstens minimal. Ja, ich würde sagen minimal, denn es geht ja jetzt gleich bergab. Versuchen wir es auch gleich hier in Brüssel. Oh Gott, oh Gott. Was ist los? Ja, bimmeln gerne, aber keine Strafe, danke. Versprochen natürlich nicht. Aber wir suchen uns dann einen kleinen Schlafmöglichkeit aus. Muss jetzt in diesem Fall nicht zwingend eine Werkstatt sein. Verlassen wir jetzt die Niederlande und fahren nach Belgien rein. 77 Kilometer bis Brüssel. Halten. Immer geradeaus. Sein, was sich schon fast gar nicht lohnt mit ATS. Halten wir wieder rechts. Denn wir müssen ja wahrscheinlich bald raus. Ja, das erste Kreuz fahren wir raus. Doch, ich gehe nochmal nicht in ATS rein und guck mal, gut. Guck mal, nächstes Mal so auch ist es und fahr zum Trailer und hol den. Ja. Nächste Ausfahrt ist unsere. Und das Gute ist, wir bekommen auch gut Geld dafür. Für die Fahrt. Ja, dieses Jahr ist auch wieder relativ gut. Na, man verdient gut Geld, während man das Event fährt. Nimm die Ausfahrt rechts. Und da sind wir in Brüssel.
Ich muss vorhin noch zu Transinet fahren und die Fracht abliefern. Also die Frage, ob wir uns das jetzt links halten müssen, dann müssen wir uns rechts halten. War ja auch klar, dass die Ampel auf Rot springen muss, wenn wir gerade da sind. Genauso wie das nächste Ampel machen wird, weil... Ja. Rotphasen doch... Rechts halten und dann rechts abbiegen. Eher so der Fall war. Mir fehlt angegeben. Biege nach rechts ab. Habe ich zumindest so im Gefühl, dass es dort häufiger war als jetzt in neuen Gebieten. Links ab. Und damit rennen sie nicht von unseren Platz. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Auflieger abstellen sollen. Ist damit abgeschlossen. Nicht komplett perfekt, aber passt. Dann laden wir es mal ab und hauen es mal aufs Ohr. Ausgezeichnet Valentinstagsgeschenke von Frederikshavn nach Brüssel geliefert. Gefahrene Strecke 1154 Kilometer Dauer. Wie auch immer lang die Fahrt das Video war. Also ich werde halt, ne, von der Statistik, weil ich nicht diese Dauer nehmen, sondern die reale Dauer, nicht die Dauer, die halt noch mit einem berechnet ist, quasi von wo ich unterwegs war. 56.830 Euro gab es dafür. Das, wir haben 407,6 Liter verbraucht. Der 188. erledigte ETS bei World of Trucks Auftrag. 1500 Erfahrungspunkte, da gab es dafür kurz vor Level 25. Und dann suchen wir uns den Schlafplatz, der wahrscheinlich in der Nähe ist. Ja, wenn man nicht so sehr ranzoomt, ja gut. Zweimal rechts, einmal links. Haben wir zum Hotel. Okay, dann haben wir schon Aufliegerschaden. Jetzt eigentlich noch so ein bisschen, dass die Reifen quietschen, wenn man so scharf um eine Kurve fährt. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Hornharz-Event-Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.